Aachen. Heine hat, es gibt Leser in Deutschland, gab es, gibt es, die Heine lieben, bewundern und schätzen. Und andere, die ihn verachten, attackieren und beschimpfen. Es gibt aber, gab keine Generation, der er gleichgültig wäre. Seine, die Provokationskraft, die in seiner Dichtung und seiner Prosa lebt, ist bis heute da. Auch da, wo er uns nicht so sehr gefällt. Wir dürfen ja eins nicht, das dürfen wir hier nicht übergehen. Alle Dichter auf dieser Erde, alle, oder jedenfalls sagen wir bescheidener, alle deutschen Dichter schreiben schlechte Gedichte, alle. Nur die Guten schreiben zwischendurch auch gute und herrliche Gedichte. Auch bei Goethe kann man Gedichte finden, die nicht so ganz gelungen sind, wo wir immer, um Goethe zu rechtfertigen, sagen, da hat er es eilig gehabt. Das hat er weggegeben, viel zu schnell weggegeben. Dichter, die nur gute Gedichte schreiben, sind dubios in höchstem Maße, weil sie als Poeten nichts oder wenig riskiert haben. Heine hat in seinem gigantischen, er hat ja sehr viele Gedichte geschrieben, natürlich auch Gedichte, die nicht gelungen sind, Gedichte, die etwas Kunstgewerbliches haben. Naja, die Fichte, die von der Palme träumt, die Palme, die von der Fichte träumt, ein berühmtes Gedicht, nicht ganz überzeugend, etwas Kunstgewerbliches ist da. Darüber weiter. Kann man streiten. Ja, wenn Sie über das eine Gedicht streiten wollen, geschenkt. Schon schenke ich Ihnen das Gedicht. Ist nicht schlimm, wenn es einem gefällt. Weiter. Die Prosa. Die Prosa ist doch auf eine unerhörte Weise provozierend, originell, interessant. Natürlich gibt es auch unangenehme Elemente. Entschuldigung, Herr Reichernitzky, ich möchte immer noch nicht auf die Prosa kommen, sondern noch einen kleinen Moment beim Gedicht bleiben und jetzt doch mal jemanden fragen, der tagtäglich mit neuen Lesern zu tun hat, Herrn Uding an der Universität. Ist das tatsächlich noch so, dass Heine heute noch... Sie geht in Ihrer Biografie von der These aus, eine Aktualität, aber sind relativ weit von der Universität weg. Ist das noch so... Ist Heine, spaltet der heute noch? Nein. Oder findet er überhaupt bei Jüngeren heute noch, bei Studenten, Interesse über das, was in kleinen Riedern zusammengefasst ist, hinaus? Ja, ich habe im vergangenen Semester eine Vorlesung gehalten über die politische Lyrik, politische Dichter des 19. Jahrhunderts. Heine natürlich mit zwei Vorlesungen vertreten. Und das Echo war sehr gut. Also das den Prosaisten Heine kennt man nicht. Der wird in der Schule nicht gelesen. In der Schule werden, dann wenn, über, dann werden Lyrik... Verzeihen Sie eine Frage. Ja. Ihre Studenten haben gemerkt, dass die politische Prosa von Heine besser ist als die von Herwig oder Freiling. Ja, das haben Sie frei. Also darum geht es. Man muss doch vor dem Hintergrund sehen. Ja, ich denke, wir sollten vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt verfrüht ist, Herr Lüthke, jetzt nicht mehr. Ob wir über den politischen Autor Heine, der er ja eben auch gewesen ist und als der er sich auch verstanden hat. Es gibt einen Satz in Ihrem Buch, Herr Reichernitzky, da sagen Sie, er war ein Gegner der Revolution. Ja, er war zu Zeiten ein Gegner der Revolution und er war zu Zeiten ein großer Befürworter, Anhänger der Revolution. Er hat die französische Revolution sehr scharfsinnig analysiert. Er hat gesagt, Die war vorbei. Aber er sagt, sie geht weiter, weil sie keine soziale Revolution gewesen ist, weil das versäumt worden ist. Und er hat immer die Massen dürfen nicht mehr hungern. Dann ist das ist die Basis, das ist das, was überhaupt erst einmal gewährleistet werden muss. Naja, dann ist können ja wir über die anderen ein Dinge. Leitmotiv, ja, ist ein Leitmotiv bei ihm. Aber was ich eben sehr modern und was ich auch zukunftsweisend und was ich in der deutschen Literatur eben auch in dieser Weise, außer bei Brecht, auch nicht beim ganzen Brecht, nicht wiederfinde, ist, dass ihm die Quadratur des Kreises glückt, des politischen Dichters, nämlich, dass er politische Lyrik macht, ohne doch der Tagesaktualität verhaftet zu bleiben. Ja. Sodass er veraltet, was damit zusammenhängt, dass er eben eine lange Linie sieht. Also er sieht nicht nur die Tagesprobleme, sondern er sieht auch, woraufhin etwas läuft und woraufhin die Tendenz geht und wie wünschbar sie ist. Er lässt sich nicht vereinnahmen von aktuellen politischen Strömungen. Ja. Das ist unerhört wichtig. Man kann ja Heine nicht
mit irgendeiner Ideologie identifizieren. Das geht nicht. Der größte Blödsinn war zeitweise in der DDR am Anfang, wo man die verschiedenen Sätze von Heine über den Kommunismus zitiert hat. Glücklich, dass er sich positiv geäußert hat. Nur, die hatten vergessen, dass es den Kommunismus überhaupt nicht gab. Ja. Dass das Wort was ganz anderes bedeutete zu Heines Lebzeiten. Na, das ist, sehen Sie, er ist vielleicht in seinem, als Einzelgänger, das war das Wichtige, er ist nie zu einem dichtenden Politiker geworden. Mhm. Die anderen waren drauf und dran, mhm, im jungen Deutschland, ja, dichtende natürlich Politiker zu werden. Davon wollte er nichts wissen. Die politischen Elemente waren da, die hat er betrachtet, die hat er kritisiert und die hat er verspottet. Ja. Oft verspottet. Ja, naja, ich meine, es gibt natürlich, aber es gibt, man wirft ja Heine so manches vor. Es gibt da einen Punkt. Ich weiß nicht, ob sie diese Sache hier zulässig ist. Die Heine-Platengeschichte. Ja, die würde ich gerne drüber sprechen. Ja, darf ja, ich ja, kurz ja, referieren. Es wird oft Heine vorgeworfen, er habe seinen Zeitgenossen, den deutschen Dichter Platen, auf unglaubliche Weise attackiert. Die Sache ist gar nicht so einfach. Platen war, hasste Heine. Und zwar nur aus einem Grund. Neid. Er hat, und das ist ziemlich sicher, dass es die Wahrheit ist, nie Gedichte von Heine gelesen, aber er sah, spürte, erkannte das enorme Echo, das Heine in Deutschland hatte. Und er war wahnsinnig neidisch und beschloss, ihn zu attackieren. Freunde Platens haben ihm gesagt, attackiere ihn, so scharf du willst, alles gegen den Heine, es ist alles Dreck und der Kerl ein Saukerl. Nur bitte, lass das Judentum weg. Lass mal das Judentum weg, das brauchst du ja nicht, du kannst mir andere Dinge vorwerfen. Platen ließ sich nicht belehren und attackierte das Judentum von Heine, nannte Heine einen stinkenden Juden, hat da alle möglichen Laubhütten, ach, alle möglichen antisemitischen Formulierungen. Es ist gekommen, was die Freunde von Platen vorausgesehen haben. Heine hat natürlich zurückgeschlagen. Was sollte er tun, wenn er so attackiert wird? Er wollte ja nicht den Platen, den Heine morden oder irgendwas. Er wollte nur ihn aus dem literarischen Leben Deutschlands vertreiben. Und Heine hat geantwortet, ich, ein Außenseiter, ein Jude, also alles wahr. Und du, mein Freund, du bist auch also ein Außenseiter, ein warmer Bruder, ein Schwuler bist du. Wir sind beide in einer ähnlichen Situation. Es wird immer gerne referiert, Heine habe auf höchst unanständige Weise die Schwulität von Platen, die an seiner Dichtung auch stark enthalten ist, verwendet gegen ihn. Halt! Damit hat Platen angefangen. Hätte Platen nicht das Judentum zum Argument gegen Heine verwendet, aber hätte Heine nicht... Herr Reich-Ranicki, ich finde das letztendlich ein schwaches Argument, zu sagen, der hat angefangen, jetzt nenne ich auch. Das ist eigentlich nie gut. Und Sie haben es ja sogar noch weiter zugespitzt in Ihrem Buch. Ja. Da heißt es an einer Stelle, ich zitiere mal diesen kurzen Abschnitt, anfangs 1823 schreibt Heine aus Berlin, krank, isoliert, angefeindet und unfähig, das Leben zu genießen, so lebe ich hier. Ich schreibe jetzt schon fast gar nichts und brauche Sturzbäder. Freunde habe ich fast keine hier. Zitat Ende. Man hat Heine bisweilen vorgeworfen, er habe sich häufig von Ressentiments leiten lassen, schreiben Sie weiter. Ja, seine ganze Persönlichkeit sei von Ressentiments geprägt. Und in der Tat, vermutlich war bei allem, was er geschrieben hat, Ressentiment mit im Spiel. Und das finde ich ein... Trifft sehr gut. Das ist ja Ihre These. Trifft die Sache sehr gut. Ich finde es aber ziemlich zweischneidig. Ich weiß nicht, Herr Hauschild... Warum zweischneidig? Das kann ich Ihnen... Warum zweischneidig? Weil Sachen, die aus Ressentiment geschrieben werden, auf ein Ressentiment zurückgehen und sich auf einer Ebene bewegen, die eigentlich nicht gerechtfertigt werden kann.